Stefanie ist Deutsche, hat die Folkwang-Schule gemacht. Die die Fotografie kennen, wissen, was das heißt. Ich frage eigentlich Stefanie Sachen, die ich gefragt wurde und die ich selbst nicht weiß. Erstens, gibt es eigentlich vor diesen Arbeiten schon eine Stefanie Schneider? Nein. Also klar, es gab mich an der Uni, aber ich habe damit erst 1996 in Amerika begonnen. Da hat quasi so mein Lebenstraum auch begonnen. Wieso nach Amerika? Das hat wahrscheinlich was einfach damit zu tun, aufgewachsen in den 70er Jahren und dann diese... Wo eigentlich? In Cuxhaven. Cuxhaven? In einem Nordsee, kleines Örtchen. Ist das oben? Ja. Und dort habe ich heute mal diese Road-Movies gesehen und ich weiß, dass es zwei Auslöser gab für mich. Und vor allem der Terminus Malick-Film, Days of Heaven, obwohl es gar nicht Kalifornien ist, aber einfach dieses Gefühl, das ist der erste Richard Gere-Film, ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Da fing so dieser Traum von Amerika mit an. Und da war ich erst, ich glaube, ich war da 10 oder so, und ich wollte unbedingt nach Amerika. Aus diesen Filmen, aus diesen Hollywood-Filmen halt, aus diesen Road-Movies heraus wahrscheinlich, hat mir das in den Kopf gesetzt. Und ja, das war dann ein Fakt. Dann habe ich mir genau angeguckt, wo ich da genau hin möchte, auf der Landkarte, und habe auch ganz viel so gesammelt über Amerika. Und dann, als ich dann nach Amerika kam, war das wirklich so? Das habe ich dann so verwundert, in Kalifornien vor allen Dingen. So die Fahrt über so einen Palmenstraße runter und in die Wüsten raus und so. Das hat so ein bisschen mein Traum des Lebens, war es halt. Und ich habe den dann aber so realisiert, wie es den vielleicht in Hollywood-Movies nie gegeben hat, weil da sind es ja Hollywood-Movies. Und dann bist du 1996 nach Amerika und je wieder richtig nach Deutschland zurückgekehrt? Ich bin 2002 zurück nach Berlin, weil ich habe bis dahin Fotos im Unilabor in der Nähe in Kalifornien oder so vergrößert, aber es war halt Zeit, mein Projekt zu vergrößern, und ich brauchte unbedingt ein Atelier, wo ich eben dann selber vergrößern kann. Und das war dann 2002, und von da ab, da war ich dann ein Jahr gar nicht da, und dann bin ich immer halbjährlich hin und her gependelt. Also Ausstellungen, Post-Productions in Berlin. Productions immer in Kalifornien. Und jetzt lebst du wo genau? In Berlin im Winter, im Sommer in Berlin. Aber da auch nicht, dann nur, wenn ich wirklich im Atelier sein muss, so wohne ich da auf dem Hausboot im See, 50 Kilometer von Berlin, und den Winter über in der Wüste halt in Kalifornien. Was ist eigentlich die 29 Palms? Das ist ein Projekt, was es als fotografisches Projekt gibt, aber auch als Film gibt. Was bedeutet eigentlich 29 Palms? Das wurde ich auch immer gesagt. Also 29 Palms, da habe ich nicht einfach am Anfang immer hin. Das war so dieser erste Anlaufpunkt für mich in der Wüste, wo wir immer wieder hingefahren sind. Und da habe ich dann angefangen, ein bisschen Fotos zu machen. Und irgendwann 2005 wurde das zu einem Großprojekt. Über Liebe und verschiedene Träume verschiedener Protagonisten, ungefähr 20 machen wir mit, die alle verbunden sind durch die Lonely Hearts Radio Show, die da alle anrufen und ihre Geschichten erzählen. Und da gibt es ein Skript zu, das wird weiterentwickelt auf dem Internet und eine Internetseite, 29palms.ca. Und alles ausgelöst wurde das durch eine Beziehung von mir, die irgendwie in die Brüche ging und die mir so das Herz ausgerissen hat. Und da habe ich dann so drüber erzählt, dass alle anderen Freunde von mir auch anfingen zu erzählen. Und dadurch entstand dieses Projekt. Radha Mitchell fing dann an, die ersten 3 Seiten für so ein Drehbuch zu schreiben oder die ersten 20. Und daraus inzwischen ist ein Riesenprojekt geworden, wo eben, wie gesagt, ungefähr 20 Leute mitmachen, die alle ihre Geschichten erzählen. Und jeweils gibt es aber auch dann so verschiedene kleine Kurzfilme, die aus dem großen, also irgendwann wird es mal ein Spielfilm. Der kann 4 Stunden lang sein, der kann 6 Stunden lang sein, der kann auch 1,5 Stunden lang sein. Es kann auch sein, dass man den dann nur sieht auf einer Wand und dann rechts und links sieht man die Substories. Und dann gibt es auch inzwischen schon verschiedene Kurzfilme daraus, die gibt es schon, zum Beispiel in Miss Dream. Dann gibt es, also das ist das, bezieht sich auf das Bild da hinten, das große. Das ist allerdings einmal Teil daraus, aber das sind die gleichen Protagonisten.
Und die Rada ist übrigens nur auf diesem Bild da hinten mit der, wie heißt die, Pink Perücke. Mit dem Max und Rada. Und jetzt gehen wir mal kurz, also, Polaroids. Ja, diese Kurzfilme. Nein, der Film, da kommen wir nochmal. Also, fangen wir mal nochmal an. Ne? Also, Polaroids. Jetzt, wie kamst du, vielleicht muss man von der Tür ein bisschen, dass die Leute Platz haben. Komm rein. Sonst kommt, hört man nichts. Polaroids, wie kamst du auf, also viele von Ihnen wissen es, andere nicht. Im Prinzip ist die, arbeitet Stefanie mit Polaroids, die einen, mit denen man eigentlich nicht mehr arbeiten sollte. Ja. Abgelaufen, eigentlich über das Datum abgelaufene Filme. Jetzt, wie viel ist inzwischen noch Zufall, wenn du diese Polaroids machst, zum Beispiel wenn du so eine Serie machst, oder so eine, und wie viel ist, weißt du schon, wie sie sich verhalten? Und wie hat das eigentlich angefangen? Also wie kamst du überhaupt ich drauf? Ich bin drüber gestolpert in einem Laden, da waren die einfach so billig, 50 Cent das Paket, diese länglichen Formate Captiva, mit denen habe ich angefangen. Das, da drüben ist zum Beispiel eines Vegas oder der Train hier, diese länglichen Formate. Und es war so günstig, da konnte ich die alle gekauft, komplett die 180 Filme. Und da am nächsten Tag eine Kamera gekauft und habe es dann ausprobiert. Ich war mit meiner Schwester an den Strand, die hat auch damals in Kalifornien gelebt, haben wir Bilder gemacht und dann war es für mich klar. Als nächstes bin ich direkt zu meinem Förster gefahren und habe gesagt, guck mal. Und er hat gesagt, das ist es. Und der fand es auch so toll. Und das, dann war eigentlich klar, dass es weitergehen muss. Und dann habe ich immer mehr Formate gesammelt und geguckt, immer mehr Kameras aufgekauft, irgendwie auf Flohmärkten. Und also die drei zum Beispiel, Gas Station, von wegen der Zufälligkeit, die Farbigkeit auf denen ist total zufällig, weil das habe ich vorher auch nie ausprobiert, was da jetzt rauskommt. Da war ein Film mit einer Kamera, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch nur drei Kameras, eine 670, eine Kaffee, nie noch und noch eine Polaroid Landkamera und eine ganz einfache 600er. Und da habe ich keine Farbe ausprobiert oder so. Also das ist totaler Zufall, auch da hinten Vegas, also diese ganzen Älteren und das auch, da hatte ich auch nur zwei Filme dabei oder so, also das, da gibt es auch kaum aussortiert. Und bei René Stream, das ist von 2009, wie ist es da? Also da, bei der Serie ist auch Zufall, da habe ich die Farben auch nicht vorher ausprobiert, aber wenn ich zum Beispiel ein Set in der Wüste aufbaue von, von Oksana, das ist ein ganzes, das ist eine ganze Szene mit Udo, die auch dann, da kommen dann noch die Max dazu und Luke hier kommt noch dazu. Und das hat auch einen Verlauf und eine Geschichte. Und das wird auch noch geschnitten, ist aber immer noch nicht. Und da probiere ich das vorher ganz genau aus, weil da habe ich dann mit zwei Schauspielern oder drei Schauspielern zu tun. Und da muss ich die Kostüme machen und den. Ja, aber was heißt das, du probierst das genau aus? Ich gehe dahin vor Ort. Ziehst x-mal ab und denkst dir, so funktioniert. Nee, ich gehe vor Ort und nehme mir so einen Stoß von Filmen und Kameras mit und gucke halt, wie die Farben aussehen. Und dann mache ich mir, tue ich den Halftuch mit Notizen dazu und dann stellen wir die vor Ort dann, wenn wir am Set sind, stellen wir die an die Reihe auf und dann weiß ich zumindest, welche Farbigkeit kommt. Aus welchem Film? Aus welchem Film, mit welcher Kamera. Ah, okay. So in etwa, also okay. So ganz und irgendwann wird es dann sowieso immer so stressig und so panisch und so viel auf einmal, dass man dann auch davon wieder, dann geht es nur, jetzt die Kamera. Jetzt ist es ja so, wenn das Polaroid existiert, und wir haben ja damals, sind wir so durch die Polaroids durchgegangen, dann werden die in Berlin von dir im Studio oder von einem Assistent oder von dir nochmal abfotografiert. Genau. Auf Negativfilm. Yeah. Und von diesem Negativfilm, und das ist auch inzwischen natürlich speziell, gibt es im eigenen Farblabor, im Prinzip mit Hilfe von Assistenten nehme ich an, aber selbstgemachte C-Prints. Also was ist jetzt für dich eigentlich das Original? Das Negativ, von dem du den C-Print ausmachst oder das Polaroid? Also das Endprodukt. Das eigentliche Kunstwerk ist dann das C-Print. Aber das Original bleibt das Polaroid. Okay.
Nein, kein sonstiges Programm, sondern, und das heute hast du gesagt, also ist wahrscheinlich die Schätzung sogar hoch, sowas wie mein Labor gibt es nur noch 100 Mal wahrscheinlich bei Künstlern, also ehrlich gesagt einer der wenigen, den ich kenne, der das mal gemacht hat, wo ich aber nicht weiß, ob es noch hat, ohne Scans und ohne digital, war Paul Graham. Aber ich kenne eigentlich sonst nicht mehr viele. Also weil ich das wirklich oft gefragt wurde, auch an der Kunstmesse in Zürich. Also sprich, es ist nach dem ganzen Reihung hier, nach den Testversuchen und so weiter, wir wollen ja nicht, dass die Köchin das ganze Rezept verrät, wie sie vorgeht, aber im Prinzip, hoffe ich, hat man es verstanden. Wird das Ganze analog abfotografiert und nachher analog im eigenen Labor vergrößert. Ganz wichtig. Aus der Hand des Künstlers. Weil das ist sehr außergewöhnlich heute in der Farbfotografie. Also im schwarz-weißen Zwischenabend. Sonst bringt man es weg halt und das könnte ich auch gar nicht. Das ist so stressig, weil es geht da um die kleinsten Farbwerte. Und wenn man dann sagt, ich möchte jetzt einen halben Magenta weniger und das macht man dann fünfmal und dann doch wieder in eine andere Richtung geht, dann kann ich irgendwann mal, für den Preis kann man hier aber keinen Fotoabzug herstellen. Und dann gibt es das auch fast gar nicht. Jetzt haben wir mal erstmal über das geredet, wo ich das aufklären wollte, was mich an sich technisch immer nicht so wahnsinnig interessiert, weil ich eigentlich nur am Schluss das Bild interessiert. Gehen wir auch nochmal zu den Bildern zurück. Jetzt, wie verhält sich das eigentlich zwischen Einzelbildern und Serien? Wann entscheidest du eigentlich, das ist ein kleiner Ablauf, weil du denkst ja in vielem ziemlich filmisch, auch zum Beispiel in dieser Dreiergruppe, oder dies, das ist ja wie ein Fries, irgendwie. Wie kommt das zustande? Hast du das vorher irgendwie im Kopf oder ergibt sich das aus dem Fotografieren raus? Das allererste Mal ist das passiert, als ich hatte einen Unfall, ich habe mich verbrannt und war im Krankenhaus und wollte Fotos von mir selber machen. Und da musste ich dann jemanden auslösen lassen und das war mir immer nie so recht. Ich war nie jetzt noch ein bisschen dahin, noch ein bisschen darum, noch ein bisschen darum. Die Serie heißt Hospital. Und plötzlich hatte ich irgendwann doch 10 Bilder und die habe ich dann doch alle genommen und das wurde dann der Ablauf. Und seitdem mache ich das dann öfter mal, aber ich entscheide das ziemlich aus dem Bauch heraus. Und in der Sekunde, obwohl das war sogar geplant, das habe ich schon geplant. Das hatte ich schon im Kopf. Aber das ist ganz verschieden. Manchmal ist es super spontan. Also das war ganz spontan. Diese sind die Gasoline. Gas Station. Ja, Gas Station. Okay. Jetzt. Kommen wir zu den, jetzt etwas, was wir hier nicht zeigen, wo aber es so ist, wenn Sie sich interessieren, kann ich Ihnen verschiedene Links schicken. Und vielleicht, eigentlich sollte man mal einen Beamerabend machen, weil Stefanie Schneider ist, gibt eine große Geschichte davon, Fotografen, die auch Filme machen. Die Filme von Stefanie sind insofern speziell, als sie eine Mischung sind, zum Beispiel 29 Palms, also diese kleinen Dinger, kurz auch zum Teil, auch länger, die Polaroid-Abläufe kombinieren mit, übergangslos, mit bewegten Bildern, also mit Filmkamera. Oder? Und jetzt, seit wann machst du eigentlich diese ganze Filmidee? Seit 2005, das begann mit dem Projekt. Mit welchem Projekt? 29 Palms. Mit dem 29 Palms Projekt. Das waren die ersten drei Sachen, die ich gemacht habe. Spring, Spring, Sidewinder und Hitchhiker. Das waren die ersten drei Sachen, die ich zu dem 29 Palms Projekt gemacht habe, bevor es überhaupt die Website gab, bevor es überhaupt das Skript gab, also das war eigentlich der Anfang des Projekts. Und da ist es auch alles nur Musik. Inzwischen gibt es eben auch Dialoge und Monologe. Beziehungsweise sind es immer Monologe, weil es nicht erstehende Bilder oder Voice-Overs halt. Ich habe das deshalb gefragt, ich sehe, dass verschiedene Leute schon halb in Ohnmacht fallen. Ich will auch Ihnen die Möglichkeit geben, nachher selbst, Stefanie Schneider, wenn sie schon mal da ist, ist nur heute da übrigens. Ja? Morgen fliegt sie irgendwie 18 Stunden, armes Schwein, nach Denver und dann weiter. Es ist so, Stefanie Schneider ist an einem neuen Projekt. Und im Moment ziemlich unter Druck. Und zwar, weil Charlotte Gainsbourg zugesagt hat, in einem Film,
von Stephanie mitzuspielen, der heißt? The Girl Behind the White Picket Fence. The Girl Behind the White Picket Fence, Entschuldigung. Okay, ich habe das Skript gestern Nacht gelesen. Es ist folgendermaßen. Ein Film kostet Geld. Now we know why we're here. Nein. So eng nicht. Aber wenn Sie investieren wollen, sind Sie am richtigen Ort. Also es gibt, nein, ich will Ihnen eigentlich eher die Idee aus meiner Sicht kurz erklären. Es geht um einen Girl-Woman, die kommt zurück in den Trailer ihrer Eltern, die sind gestorben, es entwickelt sich, es geht um einen roten Koffer, es geht um Memories, es geht um einen inneren Dialog, es geht um einen, wie sagt man, Trashman, um Hank, der immer wieder kommt, es geht um diesen Picket Fence, also um diesen Zaun, es geht um den Trailer, du kriegst sicher gleich einen Schreikrampf in der Zusammenfassung. Ja. Es ist so, dass... dass sie in einem inneren Dialog sich selbst und uns erzählt, wie sie aufgebrochen ist in die Welt, was sie erlebt hat, was die, also wie das Herz wie das, wissen wollen. Eben, Sie haben das schon gehört, also die Frage, ob das autobiografisch ist, erübrigt sich damit. Und es entwickelt sich eine spannungsgeladene Geschichte, deren Vermittlungspunkt eigentlich immer wieder diese Radioshow ist, die heißt Lonely Hearts. The Lonely Hearts Radio Show. The Lonely Hearts Radio Show, wo sowohl eigentlich diese Charlotte wie auch Hank eine Verbindung haben, kommen aber nicht zusammen. Das Ganze eigentlich in einer ziemlich präzis gesetzten Romantik, kann man sagen, und Emotionalität. Und dann flippt es weg. Denn dann hat Charlotte einen Traum, der ist ziemlich gut gesetzt, weil er fast am Schluss gesetzt ist. Da geht es um eine ziemlich durchgedrehte Szene mit einem Doktor und einer Schwester. Ich will nicht alles erzählen. Und das ist wieder dieser Udo Kier, den wir hier nirgendwo haben, aber der im Buch immer wieder da ist. Und kommt am Schluss wieder auf die, also Charlotte träumt das. Und kommt am Schluss wieder in die Realität zurück und hört sehr simpel und eigentlich unerwartet, weil ich dachte, jetzt ficken sie dann sicher zusammen. Ist aber nicht so, es hört sehr einfach und sehr, wie soll ich sagen, eigentlich so ruhig, sehr emotional gespannt, aber ganz ruhig auf. Ein wirklich gutes Projekt. So. Die Zusammenfassung war wie? Schrecklich und? Chaotisch. Ja, so ist der Film. Aber also es geht auch nicht um eine Handlung in dem Sinne. Es entwickelt sich. Es sind sowieso alles Emotionen, aber es ist vor allen Dingen die Liebesgeschichte, die sich entwickelt zwischen Charlotte und dem Garbage Man in Hank, der vorbeikommt, obwohl sie an ihr Herz gar nicht mehr glaubt. Sie will sich ja auch gar nicht mehr verlieben. Das hat sie ja alles hinter sich, das haben wir alles schon gehört. Und das passiert eben trotzdem und dieser Traum ist tatsächlich komplett verrückt. Und der Traum gibt ihr aber sowas wie, jetzt weiß sie, wie sie sich zu verhalten hat und was das Ende der Geschichte ist und wie sie jetzt ihr Glück finden wird. Und dann ist eigentlich alles, aber das ist viel komplizierter geschrieben. Aber das ist das Einfache. Ja gut, wir können es ihr ja nicht erzählen. Was ich sagen will, ist eigentlich folgendes. Wenn Sie sich in irgendeiner Art interessieren, also ich meine, es gibt ganz konkrete Möglichkeiten, zum Beispiel das Business-Class-Ticket von Charlotte Gainsbourg zu besorgen und mit Meilen oder sonst Bar etc. etc., dann melden Sie sich bei mir. Jede Idee ist willkommen, weil es gibt schon Funding-Money von Institutionen und ein Medienboard und vielleicht Arte und weiß ich was, aber... Da möchte ich auch noch was zu sagen. Ich habe auch noch nie so gearbeitet. Das ist das erste Mal, dass ich dann halt meine Schauspieler nicht vor dem Kamin unterbringen kann oder im Trailer nebenan oder sowas. Sondern die anderen sind natürlich auch richtige Schauspieler. Das sind alles meine Freunde. Also Udo Kier ist ein Freund von mir und genau. Rana Mitchell ist eine gute Freundin. Das heißt, sie kommen bei uns vorbei und zählen eine Runde mit uns. Und das ist dann alles super romantisch. Und jetzt bin ich das erste Mal damit konfrontiert, dass ich nicht nur sie, ich habe sie
schon vor 2 Jahren getroffen, so lange läuft das schon. Und jetzt plötzlich hieß es, jetzt im März. Und das kam dann so plötzlich, das hat mich fast ein bisschen erschreckt, weil plötzlich musste ich mit jemandem arbeiten. Und das wollte ich ja, das war ja mein Traum, weil auch die ist ein großer Einfluss. Auch sie und ihre Serge Gainsbourg hat im Grunde einen großen Einfluss auf meine Bilder gehabt. Und naja, das ist halt jetzt eine andere, jetzt brauche ich plötzlich ein anderes Team. Ich muss plötzlich mit 10 Leuten arbeiten, also 10 müssten schon da sein. Ich kann auch abends nicht selber noch kochen. Catering muss das auch irgendwer machen. Und sonst mache ich eben alles selber. Ah, es gibt schon Kochen, Köche. Ja. Catering. Gut, eben, also, in Zeiten der Finanzkrise geht es ums Überleben. Also, wer sich für dieses Ding interessiert, da muss ich mal mit Stephanie Schreib besprechen, ob man das Skript auch lesen darf und wann man das lesen darf, etc. Melden Sie sich bei mir. Ich will jetzt nicht allzu lange machen, aber es ist ein, ich habe beim Lesen wirklich gedacht, so chaotisch ist, wie ich es erzählt habe, es macht ja nichts, aber es ist ein starkes Ding, weil es eigentlich nur aus einer Schwingung besteht, ja, aus einer emotionalen Schwingung. Und sich trotzdem innerhalb des Films eben eine Entwicklung und eine Richtung gibt, die einen für mich überraschenden Schluss gegeben hat. So, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, ob mit oder ohne Interesse des Films. Sie gehen wieder oder Sie trinken ein Glas Wein. Es gibt Weißwein und Wasser. Wir machen einmal kurz das Fenster auf, damit wir nicht alle ersticken. Es ist noch so, heute ist die Gelegenheit, es gibt hier 40 oder 50 unterschriebene Bücher. Die hat Stephanie Schneider lieberweise alle signiert für 50 Stützli. Auch nicht so viel. Vielleicht schreibt sie auch noch was rein, je nachdem, was Zusätzliches. Und ansonsten ist Stephanie jetzt noch hier und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Okay.